Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Einrichten eures Webservers. Heute geht's wunderbar einfach eigentlich um das kleine Problem, dass wir hier oben über die IP-Adresse auf unsere Webseite zugreifen müssen. Das ist aber kein Problem, solange ihr eine Domain gekauft habt, könnt ihr die wunderbar bei eurem Betreiber oder auch bei dem ihr diese Domain gekauft habt oder gemietet habt, eintragen lassen. Das heißt, ihr wollt diese IP hier auf eine Domain registrieren. Und bei uns, unser wunderbarer Hoster bzw. Betreiber ist HK Hosting und bei dem haben wir auch schon, ihr seht, mittlerweile habe ich 2 Server. Und ja, wir haben eine Domain auch schon angelegt im allerersten Video, soweit ich mich erinnern kann. Und da klicken wir einfach mal drauf. Also wir sind jetzt gerade im Kundencenter und ja, dieses Mal geht es wieder über das Webinterface. Eigentlich ein sehr einfaches Video, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und wenn man es nicht weiß, dann sucht man sich zu Tode. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Nicht so geil gewesen, hat mich einen Tag gekostet. Naja, egal. Ich bin auch manchmal blöd. Und deswegen schauen wir uns einfach ganz easy an, wie das funktioniert. So, wir sehen hier ist die Domain. Hier klicken wir drauf. Nicht vorne drauf klicken, sonst öffnet sich das Ganze als Link. Wir klicken einfach nur auf die Domain oder auch hier hinten über diesen Schraubenschlüssel könnt ihr das Ganze auch machen. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ihr könnt einfach hier in die DNS-Verwaltung wechseln und das ist immer genau der Punkt, den ihr sucht, DNS-Verwaltung, die ist kostenlos dabei bei HK Hosting und ja, das brauchen wir, um wie gesagt diese IP-Adresse hier auf eine Domain zu mappen. So, jetzt steht hier unser Domainname the-morpheus.de. Jetzt können wir vorne dran, also vor the-morpheus.de können wir noch irgendwas anderes hängen. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwie forum.irgendwas seht. Das ist genau der Punkt, wo jetzt hier was eingetragen wird. Also ich werde jetzt hier einfach mal Server 1, ihr könnt da aber eintragen, was ihr wollt. Oftmals ist es auch einfach www. Server 1.the-morpheus.de wäre dann die Adresse, um das Ding hier aufzurufen. Und jetzt muss ich hier natürlich noch die Adresse eintragen. Naja, das ist aber genau die hier. Das heißt, wir kopieren die einfach. Das war auch die Adresse, die ihr erhalten habt in der E-Mail, beziehungsweise die ihr überall benutzt, eigentlich auch, um euch per SSH einzuloggen. Und ja, das sollte nicht sein. Deswegen kopiert man die eigentlich auch nicht aus dem Webbrowser. So, einfach nur die Adresse so eintragen. Priorität brauchen wir keine. Hier steht für MX only. Brauchen wir also nicht beachten. Und jetzt gehen wir hier einfach auf Speichern und easy. Wir haben eigentlich schon, was wir wollten. So, und schon sind wir dabei. Wir sehen jetzt, dass hier die Website, der Hostname eingetragen ist. Und jetzt können wir unsere Website erreichen, indem wir einfach eingeben, in einem neuen Tab zum Beispiel, srv1.the-morpheus.de. Und wir sehen unsere Website, die wir jetzt an der Stelle schon hätten ändern können, aber nur in eine andere HTML-Seite, ganz, ganz wichtig. Bislang hatten wir nur HTML-Webseiten mit Nginx zum Laufen gebracht, aber welchen Webserver ihr hier benutzt, ihr könnt auch einen Apache-Server nehmen, ist eigentlich egal. Das ging jetzt nur darum, wie kriege ich jetzt hier diese Domain rein, dass hier mein Domainname steht und nicht mehr diese wunderbare, nicht wunderbare IP hier, sondern eben server1.the-morpheus.de. Ziemlich easy eigentlich, aber man muss wissen, wo es steht und deswegen dachte ich mir, Mensch, das zeige ich euch doch einfach mal. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal geht's weiter, da wollen wir dann MySQL und PHP einrichten, damit auch unser Webserver damit klarkommt, weil die meisten Webseiten irgendwie eine Datenbank im Hintergrund brauchen. Und ja, das ist es von meiner Seite wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!